So, meine Lieben, also ich habe schon mal einen Pass gekauft. Leider habe ich ihn gekauft, ohne erst zu filmen. ja, das mit dem Greenscreen, das ist zwar super gut, aber da ich leider nicht die App habe, um direkt auf dem Bildschirm das zu produzieren, also das ist so eine App, die eigentlich nur Entwickler benutzen dürfen von Kabam, habe ich die jetzt diese Aufnahme mit dem 9,90 € Paket ist sie flöten gegangen. Aber egal, ihr kauft, ihr solltet mindestens 17,50 € haben, Euro Google Guthaben. Ich habe da, normalerweise mache ich das auch nicht, aber weil Marvel stinkt mir bis zum Hals und Marvel, ach Gott, es gibt so viele YouTuber Deutsche, die mittlerweile auch nicht mit Marvel zocken und meine scheiß Brille fängt auch immer runter. Okay, lange Rede, kurz Sinn. Ich habe schon mal das für 10 € genommen. Das ist das Resort. Ich hätte euch gerne die Aufnahme da jetzt gezeigt, aber scheiß drauf. Ist halt irgendwie blöd gelaufen. Ich habe die erste Aufnahme gestartet und dann merke ich, oh scheiße, ich muss die Aufnahme auf dem Handy auch gleichzeitig starten. Egal. Lange Rede, kurz Sinn. Die für 10 € nehmt ihr und dann nehmt ihr noch die Aufnahme, die für 5 € oder für 2,20 €. Die für 10 € reicht vollkommen aus, okay? Ihr habt nämlich sowieso eine Limitierung, das heißt, ihr macht hier Aufgaben und da sammelt ihr, wie ihr sehen könnt, Punkte. Und wenn ihr jetzt diese Punkte früher haben wollt, wenn ihr sagt, also ich will aber mehr als 2, weil ich nämlich nicht viel Zeit habe, dann könnt ihr boostern, okay? Ich werde euch das Ganze mal zeigen, wie es mit dem Boostern funktioniert. Das heißt, ihr habt ausnahmsweise mal auch kaufen wir dieses einmalige Booster-Paket. Einmal das große und einmal das kleine. Kabam hat das so eingerichtet, dass ihr alles haben könnt auf X, also alle Belohnungen auf X, aber das lohnt sich nicht. Ihr könnt 8 Tage boostern, aber den Rest komplett auf X. Das lohnt sich, finde ich, nicht, weil das ist Geld aus, also Geld weggeworfenes Geld. Das ist virtuelles Geld, das kriegt ihr nicht zurück. Okay, aber ihr könnt einmal boostern, das auf jeden Fall. Und dann könnt ihr noch den kleinen Booster nehmen. Also da schadet nichts. Dann habt ihr, wie ihr gleich sehen könnt, nicht 2 Dinge abgeschlossen, sondern jetzt haben wir 8 Dinge abgeschlossen. Ne? Also so, als hätten wir schon ein bisschen vorgespult. Das sehen wir hier, ich gehe jetzt da drauf und ja, wir sehen hier, nicht irritieren bei diesen Allianz-Events, die sind ohne Bedeutung. Das sind nur einzelne Events. So, wir sehen hier jetzt noch unten, wenn ich scrolle, habe ich schon geboostert und bin jetzt in meiner schon 10. Aufgabe gelandet und insgesamt gibt es halt, wenn wir uns das mal ansehen, da haben wir mehr, ja, mehr. Und insgesamt haben wir, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt nicht vergessen habe, 30 Aufgaben, genau 30 Aufgaben. Und wir haben jetzt vorher nur 2 abgeschlossen gehabt, aber durch meinen Booster, durch meinen 8-fachen Booster, habe ich natürlich bis zur Aufgabe 9 abgeschlossen. Wenn man das Ganze komplett boostern will, dann zahlt man da ein bisschen mehr. Da kommt hier insgesamt auf Resort Pass sind halt 10 € und dann Limit beim, wenn ihr den 7 Pass habt, ihr 4 Limits, also mal 7, 28. 28 und dann plus den Limit 4, also diese kleine, also mal 5 plus 28 sind 33. Wie viel kostet das Ganze? Der ganze Spaß kostet euch 20. Also die Booster. Der große Booster insgesamt, der kostet euch 20 €. Der kleine Booster, aufgerundet, sind wir bei 220 mal 5. Sind wir bei 10, ja, sind wir bei tatsächlich 11 €. Aufgerundet, runtergerundet, wären es dann 10,95 €. Und ich runde jetzt mal die Summe einfach hoch. 11 plus 20 sind 31 plus nochmal die 10 on top für den Pass. Einmalig diese 10 €. Dann haben wir 41 €. Es lohnt sich nicht, die 41 € auszugeben. Wirklich, es ist Geld, ausgeschmissenes Geld.
Ihr könnt einmal das ruhig kaufen und gut ist. Und dann habt ihr genug Kanbem in den Arsch Geld reingeworfen, ne? Weil muss ja nicht sein. Wichtig ist, dass man dabei ist. Das ist das Allerwichtigste. Und dann habt ihr auch nicht so viel Stress. Ihr müsst nicht so viele Tage zocken. Das ist das Wichtigste, weil ich habe nicht ewig Zeit. Ich mache jetzt halt meine Webseiten und deswegen habe ich kaum Zeit. So, wir machen einfach ein Sammeln. Sammeln, so. Jetzt gibt es eine folgende Frage von einigen Leuten. Und die wurde euch gestellt, öfters meiner Allianz. Andreas, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt das alles hier geboostert habe? Oder wenn ich das, ob ich jetzt booster nicht, spielt jetzt keine Rolle. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt alles gesammelt, weil du das alles geboostert hast. Und willst diesen Gold, diese, und siehst hier diese... Das nennt sich Platinum-Abzeichen und da gibt es nochmal Platinum-Hex-Abzeichen. Da gibt es einmal nur eines. So, okay. Und unten, da ist das gleiche. Da habt ihr auch ganz zum Schluss. Ich sammle das jetzt mal ein, wie man hier sehen kann. So. So, ja, ich habe alles gesammelt und unten habe ich nochmal ein Abzeichen und das ist dieses goldene Abzeichen. Ja, also ich habe einmal Hexabzeichen, tausche diese im fröhlichen Schimpfen gegen Belohnungen ein und dann gibt es einmal dieses große Hexabzeichen. So, jetzt wäre die Frage, ja Moment mal, da gibt es nur eins und da gibt es nur eins. Aber wenn wir auf Shop gehen, und auf fröhliche Camper, also Camper, dann haben wir hier aber drei. So, geht denn das? So, ganz einfach, Deck 17. Wir haben heute Juli, okay? Und falls ihr es richtig gelesen habt, steht da was ganz Wichtiges. Da steht, dass vom 8. Juli Sondern verfügbar sind, Zugangszwecke sind 33 tätigen, bla bla bla. Und es läuft bis zum 7. August. Limit von One Resort, die Möglichkeit, alle erreichen Meilensteine Belohnung von bla bla. Ja. Und dann steht, genau, unten, Hinweis. Zusätzliche sommerauserwählten Resort-Pässe werden zusammen mit zukünftigen sommererwählten Resort-Einzel-Events zum Kauf zur Verfügung gestellt. Tägliche Sommer-Share-Erben, Einzelzüge wählen je nach auserwählten Vorschrift folgendes: 106 Sterne pro Tag, Kavalier oder höher. 100 mal 5 Sterne, also 105 Sterne Heldenkristall-Scherben, 50 Euro. Und verdiene ein Sommer-Event als Resort-Einzel-Event mit Umstellung jeden Tag, indem täglich Einzelziele und im Sommer abschließt. Und dann ist ganz wichtig noch, und das ist, jetzt kommt das, was ich euch sagen wollte, also lange Rede, kurzer Sinn. Unten steht, in diesem Jahr gibt es drei Sommer erwählten Resort Einzel-Events. Und jedes Event enthält 30 Meilensteine Belohnung und läuft insgesamt über 33 Tage. Jetzt ist das Allerwichtigste. Aufpassen. Dies bedeutet, dass jedes Event drei Gnadenfristtage hält, an denen Einzelziele weiterhin angezeigt werden. Die Sommer erwählten Resort Einzel-Events terminieren lauten wie gefolgt: vom 8. Juli bis zum 10. August. Vom 10. August bis zum 12. September und vom 12. September bis zum 5. Oktober. Okay? Klick, hat es jetzt Klick gemacht? Ach so, Andreas, ist das. Ah, so ist das. Das sind ja dreimal solche Events und ich muss mich dreimal einkaufen. Und in jedem Event, wenn ich das alles komplett abgeschlossen habe, entweder wenn ich mich für 41 Euro eingekauft habe, Pay to Win, reines Pay to Win,
Oder indem ich einfach nur 10 Euro ausgegeben habe ohne Booster und die 33 Tage mich eingeloggt habe regelmäßig. Nicht, dass ich das verpasse. Ich sage, ich boostere, dann kann ich es verpassen. Dann jeden Monat kriege ich ein Abzeichen Platin von Platinpool und ein goldenes von denen. Und das mal 3 gerechnet, 3 Monate, weil das Event läuft 3 Monate. Voila, Monsieur Monamo, dann haben wir 3 Abzeichen. Okay, 3 Abzeichen von, also von Platin und von Gold. Verstanden? Soweit? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Nein, schreibt es bitte nicht. Das sollte jetzt wirklich jeder verstehen. So, ihr könnt trotzdem was reinschreiben. Aber ja nicht, hey, ich hab's immer noch nicht verstanden. Dann weiß ich nämlich, das ist ein Troll. Okay? So einfach ist das. Ich denke mal, soweit müsste es klar sein. Also, ihr könnt wirklich mit diesem 3-Monaten-Event richtig fette Belohnungen sammeln. Aber ihr dürft wirklich, wenn ihr euch nicht hypermäßig einkauft, dann dürft ihr keinen Tag verpassen. Verpasst ihr nur einen Tag, dann war es das für euch. Ja. Aber ich würde es nicht empfehlen. Ne? Also ich würde mich da immer so diese 17 Euro ausgeben, also die mindestens diese 8 Tage Push machen. Und dann könnt ihr auch ein paar Tage verpassen und dann ist es nicht so schlimm. Aber am besten, wenn ihr Kohle habt und sagt, hey, komm, ich zahle die 41 Euro. Und ja, ich meine, trotzdem ist es zu viel rausgeschmissenes Geld. Ich empfehle nur höchstens 17 auszugeben. Höchstens. Und das war's auch schon. So, das war's auch von mir schon und von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach ein Like da lassen und ein Abo und sonstiges. Und ich mache demnächst wieder ein Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.